Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir, Centi500. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und jetzt starten wir, spielen eine Runde Pokémon Go. Aber hauptsächlich halt nur Kämpfe und probieren diese Points hier zu bekommen, um an Togepi hier was abzugraden. Vielleicht kommt am Weihnachten, ne, ein paar Videos von meinen Freunden raus, also mit mir, der Konik und noch ein, den ihr glaube ich noch nicht kennt. Und da kommt morgen so dann so richtig gute Spiele dann raus mit mir und denen. Also freut euch schon mal. Wenn ihr Quan habt, ich kann euch nur empfehlen, das in euren Team reinzutun. Weil Quan ist schon ziemlich stark. Aber ich möchte heute schaffen, mein Evoli einmal zu, nicht mein Evoli, sondern mein Togepi Fuel zu, dass er so viel Leben hat, wie er haben kann und dann noch zu entwickeln. Das ist heute mein Ziel mit euch. Und deswegen müssen wir ein bisschen bei Kämpfen fahren. Und es ist ja Quana rasiert alle. Die kommen mit Rasierer. Wasser gegen Wasser und Wasser gewinnt. Und jetzt sieht er mir überhaupt keinen Schaden ab, das wäre es jetzt noch. Wuppe. Mittelkurs regelt jetzt noch alles. Aber hier, schreibt mal in die Kommentare. Welches Pokémon findet ihr besser? Anton oder Entoron? Ich. Anton ist der Beste. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich lass mal Aquana gegen Aquana. Okay, ich muss gegen einen Evoli-Player playen. Ganz schön nervig. Ich schilde jetzt, weil ich nicht weiß, was für eine Attacke der jetzt benutzt. Noch ein Wasser. Aber ihr seht ja, Wasser gegen Wasser kann trotzdem effektiv sein. Ich glaube, sein letztes Pokémon ist sogar auch noch ein Aquana. So wie ich Evoli Spieler einsetze. Aber ich glaube, das geht gar nicht mal. Schreibt es mal in die Kommentare, weil früher, glaube ich, konnte man zwei Pokémon derselben Art einsetzen, weil ich habe dann immer Metangross, Metangross und dann Aquana, weil früher hatte ich noch keinen Kalurak. Nur muss ich sagen, Metangross sind auch so wie meine einzelsten starken Pokémon. Ach, so ein hässlicher Käfer. Wer mag von euch Käfer, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich übelst interessieren, weil ich hasse Käfer über alles. Es gibt für mich nichts Schlimmes als Käfers. Käfer. Oder wie man es auch mal nennen möge.
das Schild mehr. Aber der Gegner hat auch kein... Okay, der Gegner ist tot. Der Gegner wird jetzt rasiert von mir. Mein Rasierer. Ich hab gewonnen. Juhu, I'm happy. Da kommt auch ein Mad City Video von unserer Hausbombox. So eine hässliche Spinne, die niemand mag. Vielleicht kommt morgen ja ein Mad City Video von uns raus. Könnte auch sein. Wo man die vielleicht hören kann, ich weiß nicht. Schreibt ihr mir mal bitte unten in die Kommentare rein, wie man das machen kann, dass man die hören kann. Also der Konig und noch jemand anderen. Dass wir dann zusammen mit City zocken können. Schreib's gerne in die Kommentare, mich würde das ultra interessieren. Quana. Schwächster Quana auf der Weltgeschichte, ich weiß. Besseres habe ich aber derzeit nicht. Wo stand das? Das ist ein blöder Name für einen Trainer. The War stand das. Wer gewinnt? Aquan oder Reh? Yeah. Volona, du musst mal geputzt werden. Ich helfe dir mit meinem Wasser. Oder Leute, was sagt ihr dazu? Volona ist doch so dreckig. Sonst wäre es ja nicht golden, sondern weiß oder blau. Mein Aquan ist immer sauber. Das tut sich immer vor dem Bett gehen putzen. Das muss man zugeben. Sonst benutzt es auch keine Wasserattacken. Jeder mag Aquana. Ja, okay, ich habe gerade einen Low-Gegner, der gerade nichts macht. Jo, ich habe den besten Gegner auf der Weltgeschichte. Okay, warum dauert das gerade so lange nochmal? So, das Reh wird jetzt gewaschen. Einmal schnell durch die Waschstraße, bitte. Weil du bist zu braun für mich, deswegen musst du gewaschen werden, oder Leute? Ihr seht ja, wie sauber Quan an den Pfoten ist. Da ging er niemand eine Chance. Und wenn ihr mich als Freund haben wollt, ich zeige euch jetzt, wie ich auf Pokémon Go heiße. Könnt ihr mich dann gleich mal als Freund nachfragen? Ich nehme jeden Freund an. Okay, hier mache ich jetzt Ehrenspieler. Obwohl, nee, doch nicht. Ich brauche diese Mission. Ich heiße Zenti09 mit den süßen Togepi in der Hand, den jeder mag. Mit denen ich noch nie gegangen bin. Hier haben wir eine schöne Freunde. Oh, und das hier ist der Konik. Nur immer auf Pokémon Go. Der sieht hässlich aus. Ihr müsst ein Pokémon essen. Hm. Schmeckt kreislig. Ich schenke ihm mal ein Geschenk. Schnell eine Sticker-Nachricht zu. Einmal schnell diese Maus-Sticker, den eh niemand mag. Und dann noch diesen Banks 0 Linksbums. Okay, der hat schon ein Geschenk. Das ist auch ein Freund, der vielleicht morgen mit in den YouTube-Video dabei ist. Ja, wir haben eine Belohnung. Ja. Bananen. Zum Glück kommt nicht wieder dieser nervige Doktor. Veranstaltungsort für Pokémon Goto. So, jetzt kämpfen wir erstmal weiter. Was
das ist ja ähnlich. Und hier kann ich auch kämpfen. Muss hier nur schon mal nach Quana wieder hier als erstes rein. Und dann, let's go. Wundert euch jetzt nicht schnell bei den Hintergeräuschen. Weil bei mir läuft jetzt auch so Weihnachtsverbreitung. Wenn ihr wollt, dass ich dann so eBay-Account aufmache und dann Autogrammkarten so verkaufe, schreibt das in die Kommentare. Würde mich interessieren. Das knackt stärker wie ein Aquana. Das sollte sich schämen. Niemand darf stärker wie ein Aquana sein. Außer Togepip. Der darf stärker sein. Schreib mal in die Kommentare. Was ist das beste Pokémon, was es auf der Weltgeschichte gibt? Ich sage Togepip. Wie ein Pikachu. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich glaube, Knackrack möchte mich töten. Ich glaube, ich möchte Knackrack essen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für ein Video soll ich noch machen? Über welches Spiel oder so? Weil das würde mich auch ultra interessieren. Okay, ein nerviges Kloak. Komm her, Kloak, dich esse ich zum Mittag. Mit meiner Attacke. Keine Ahnung, wie es gerade heißt. Steinhagel? Schaut doch mal in die Kommentare, wie diese Attacke heißt, weil ich habe gerade 0,00 Ahnung. Nein! Ich wurde rasiert mit Shampoo. Ich rasiere mit Shampoo auch. Ich hasse Shampoo, weil Klurak benutzt kein Shampoo. Deswegen ist Shampoo böse. Klurak, schäm dich. Das Aquana ist doch viel zu schön für dich. Das wollte ich dich doch nur putzen, ne? Putze, putze, putze. Man muss Klurak mit Feuer putzen. Und wenn man Klurak mit Feuer putzt, dann kann man Klurak sehr gut mit feurigem Feuer putzen. Aber es ist blöd, wenn Klurak schon verflammt ist. Ich glaube, ich rede gerade einfach nur Spaß. Ey, warte. Ich muss wieder Aquana suchen. Aber jetzt hier. Aquana ist das beste Pokémon, um Leute zu waschen. Togepi ist das beste Pokémon, um Leute zum Einschläfern zu bringen. Oh, das hat ein Celebi auf seinem Pullover. Moin, Lugia, du bist etwas zu groß für mich. Bitte mach dich etwas kleiner. Ich helfe dir sogar kleiner zu werden. Wie blöd kann man sein, ein Klurak nicht zu. Wenn dieser Team Rocket denkt, um da das eine doch macht, dann wird auch dem also hinten so lila. Und das Blöde, wenn die das immer noch haben, weil ich finde, da sind sie schwach, glaube ich sogar. Und sie sehen blöde aus. Sie sehen hässlich aus, dieser Linksumstar. Oh, Ehrenmann des Jahres macht einfach kein Schild. Was war das? Warum kann ich nicht angreifen? Pokémon ist gemeint. Was ist das für ein Pokémon? Ein Kyurem? Kenne ich nicht. Kann man das essen? Schreib es in die Kommentare. Kann man das Pokémon essen? Ich glaube, Pokémon können sterben. Deswegen kann man sie auch essen. Das sage ich als einer, der sich nicht aus Pokémon auskennt. Wen soll ich nehmen? Klurak oder Metagross? Ich nehme Metagross. Metall gegen... Keine Ahnung. Aber hier. Mein Freund sagt zu Celebi. Celebi Schwuchtel. Was auch immer bedeuten soll, keine Ahnung. Und ist sogar, der bei uns immer mitmacht. Und zwar der Konikel. Oh, der hat aufgegeben. Perfekt. Ich
glaube, der möchte einfach nicht verlieren. Deswegen gibt der freiwillig auf, dieser Feigling. Ha, ha, ha. Ich bin einfach zu gut. Niemand hat eine Chance gegen mich. Wenn wir morgen sehen, ob jemand eine Chance gegen mich hat, weil morgen spielen wir gegen der Onyx und Banks. Vielleicht Banks auch noch. Aber das steht noch nicht fest. Und los, Aquana gegen Aqua. Irgendwie denke ich mir gerade eben, der gibt auf. Loser. Ich glaube, der hat das verpennt, dass der Kampf begonnen hat. Dieser Penner. Was soll das? Er hat jetzt ein Pen-Pokémon rausgebracht. Nein, seine Attacke, die schwach ist, denke ich. Ich hoffe es. Sonst bin ich jetzt tot. Ich wusste es doch. Er ist schwach. Ich bin stark. Er ist schwach. Ich bin gut. Er ist schlecht. Merkt euch immer das. Sentinel-9 ist stark und die anderen sind schwach. Kapito? Ich bin der Stärkste auf der Welt. Stärker sogar wie ihr. Außer der Mewtwo. Oder ein Mew. Oder ein Palkia. Oder ein Dialga. Dann bin ich eine Maus. Im Gegensatz zu euch. Dann bin ich sowas von schwach, dass mich jeder besiegen kann. Sogar ein einfacher kleiner Noob-Trainer. Und ich bin ein Noob-Trainer. Das sage ich als noobiger Noob. Aquana setzt Wasserquelle ein. Komm her, Aquana. Dich esse ich jetzt zum Frühstück. Ham. Was? Feuer gegen Feuer. Ich putz dich. Ha, ich hab noch ein Schild. Du bist schwach, Pyroleo. Pyroleo. Ha, ich schilde deine Attacke. Der ist dumm. Ich hab ein Schild, der hat null. Seine Haare sehen komisch aus. Ich möchte die streicheln. Aber ich glaube, streichle ich seine Haare in echt. Ich glaube, dann beißt er mich und will mich essen. Aber ich will ihn doch essen. Ich will jedes Pokémon einmal probieren. Aber nicht Togepi und nicht Togepip. Die anderen gehen wir noch schon bei. Ich möchte vor allem ein kleines Urgel immer essen. Das wird bestimmt lecker schmecken. Es ist schön, wenn das jetzt die Pokémon-Entwickler so angucken. Dazu möchte ich dann, wenn die das angucken, mal kurz was sagen. Könnt ihr bitte ein Pokémon erfinden, was Mr. Bubbles heißt? Das wäre sehr nett. Und ich habe am Anfang noch nichts gesagt. Bitte einmal abonnieren, liken, Glocke aktivieren und einen Kommentar schreiben. Das wäre sehr nett. Aber dass wir einen Kommentar schreiben, sage ich jetzt eigentlich schon in jedem Video. Und denkt euch mal eine Bestrafung aus, was wir machen sollen, wenn der Konik oder ich morgen verlieren, was wir als Bestrafung machen sollen. Und schreibt das dann in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Hallo Drago, Dingsbumster, warte, Drago ran, ich möchte dich essen. Bitte sei mir dafür nicht böse, aber ich muss dich erstmal putzen, weil du erstmal so hässlich aussiehst. Deswegen muss ich dich leider schon mit der Hydropumpe etwas putzen. Oh, jetzt kommt ein Errock die Hässlichkeit. Okay, ihr seht eine Hässlichkeit in freier Wildbahn. Was würdet ihr machen? A, wegrennen. B, essen. C, die Zähne putzen. Oder D, ihn streicheln. Ich glaube, ich würde ihn streicheln und essen. Ich glaube, der würde lecker schmecken. Ich brauche meine Hydropumpe noch. Hydro-Umpe, komm her. Meine Aquana ist sauberer wie ihr. Es ist weiß und blau und gelb. Aber die Ohren sind ja da, um was zu sehen und nicht zu hören. Deswegen sieht sie so hässlich aus. Komm her. Deine Scherz sind schwach gegen Metall. Komm her, Metallgross. Was? Der gibt freiwillig auf, dank meinen starken Pokémon. Komm her, mein Pokémon macht dich
Was? Ich habe angegriffen. Pokémon Go will mich verarschen. Der sollte sich schämen. Ich muss jetzt mich töten. Tschüss, jetzt geht's mal schnell weiter. Okay, das heißt, es ist auch an dem Psychokinesis an dieses Psycho-Pokémon, was eigentlich gar nicht mal, glaube ich, ein Psycho-Pokémon ist, sondern ein Hässlichkeit-Pokémon. Ich glaube, der ist von Team Rocket, weil der greift mich nicht nach meiner Attacke an. Ich glaube, der ist Giovanni. Der schildert auch immer. Obwohl, nee. Giovanni kann der nicht sein. Giovanni ist zu dumm für den. moin. Ich glaube, mein Spieler gerade ein klitzekleines Fehler. Mach dich startklar. Er will das Schild und sein letztes Schild gegen meine Super-Attacke verbrauchen. Und jetzt. Verkack Dragoran. Ich hasse dich. Eigentlich nicht. Aber trotzdem. Er soll einfach verlieren. Deswegen bin ich der Bro-Gamer. Niemand hat eine Chance gegen mich. Nicht mal ein Mew-Spieler. Nur ein Mew-2-Spieler hat eine Chance gegen mich. Ich glaube, der König will mich wieder verprügeln, weil ich auf Mewtwo's Seite bin. Obwohl Mewtwo ein schönes Pokémon ist mit einem hässlichen Namen. Aber das Pokémon ist an sich schön, aber der Name ist daran hässlich. Oh, ein Pikachu! Der hat einfach ein Pikachu-Pullover. Ich habe es gerade nochmal gesehen. Ist das Shiny-Sichlor? Ich glaube schon. Oder? Das ist ein Xerox. Ich glaube, das ist ein Shiny Xerox. Ich möchte den essen. Ist das ein Keks? Ich glaube, das ist ein Lauch. Also Lauche, die schneide ich auf und dann tue ich sie in der Suppe. Ich glaube, das werde ich mit diesem Lauch auch machen. Das heißt, der Konik müsste eigentlich auch in der Suppe, weil der auch ein Lauch ist. Der müsste erstmal zerschnipselt werden und dann ab in die Suppe. Das würde doch mal passen, ne? Eine der Konig-Suppe. Ha, ich kann auch... ich wollte doch nur tricksen. Was ist das für ein gemeines Pokémon? Das geht doch nicht. What? Du willst mich verarschen? Dummes Pokémon. Das Pikachu auf seinem T-Shirt sieht viel harmlos aus wie du. Also geh weg, niemand mag dich. Außer ich. Weil ich mag wilde Pokémon. Ohne es. Das wird mich der König auch wieder verprügeln. Also wie es aussieht, ist es schon wieder ein Feuer-Pokémon. Langsam denke ich, das ist ein Feuertrainer. Das ist ein wildes Purak. Was will man gegen ein Purak machen? A, man rennt weg. B, man bleibt da. C, man putzt es. Ich glaube, ich putze es erstmal. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube, das ist eine Attacke, deswegen nehme ich Metankross, weil es schon geschwächt ist und so schön aussieht und Glurak hässlich ist. Deswegen muss es ganz zum Schluss kommen. Das ist sehr effektiv. Ich habe gewonnen, auch wenn das Haar knapp ist und mein Haar ist gerade nicht so knapp, es ist eher dick. Haarverlierer. Ha, ich bin Gewinner, ihr seid Verlierer. Ihr seid Loser, ich bin kein Loser. Ich bin ein 75, ich bin ein 31er, ihr seid ein 32er. Nein, ich habe... Okay, ist meine Geschichte. Ich bin eine Elfer. Irgendwie hoffe ich, dass es jetzt bessere Pokémon gibt, bitte. Ja, es sind neue Pokémon dazugekommen. Die sehen hässlich aus. Ich möchte die nicht essen. Ich glaube, danach wird mir übel. Ich möchte diese 6 Perlen. Ich glaube, jetzt tun wir erstmal unter meine Pokémon schnell mein Togepi suchen. Das war mir viel zu lang.
Gelbi ist auch nicht mal da. Nein, mir fehlt noch eins, um ihn zu Power-Up-OPen. Nein, die haben mich widersetzt. Warum ich? Okay, ich gehe erstmal was essen. Ich glaube, ich soll die Pokémon essen. Okay, mal schauen. Was für ein Pokémon kommt als erstes? Hyperliga. Mein Aquana. Nee, meine Pokémon esse ich nicht. Ich esse auch kein Aquana. Außer mein Gegner seins. Dann habe ich nichts gegen ein leckeres Aquana. Aber wenn ich ein leckeres Aquana esse, dann esse ich eigentlich auch gegenseitig mein Pokémon. Weil Aquana ist Aquana. Das esse ich, dieses Foli-Dingsbumster. Ich glaube, bei der Konik tue ich auch in Mad City sein Haus essen. Ihn etwas ärgern. Weil er blöd ist. Weil er dauernd die Kekse essen möchte. Und das ist keine Werbung, weil er... Und schreibt in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, wer schaut von euch Logo an? Und schreibt in die Kommentare, welches Logo. Weil laut Lekopa ist Logo blöd. Ich sag, sorry Logo, weil du das anguckst, aber ich denke jetzt so, Logo sagt ja immer, er ist logisch. Aber was ist das logisch an ihn? Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich glaube aber immer noch, der ist logischer wie ich, was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil ich muss der Logischste sein. Deswegen muss ich dieses Fully Quarba auch töten. Es tut mir leid, dass es mir nicht leid tut, Fully Quarba. Und das meine ich gerade nicht ernst. Ich bin der einfach fabelhafte... Was ist das? Das sieht hässlich aus. Ich glaube, der muss zu einer OP, zu einer Schönheits-OP. So hässlich, wie dieser Scheiß aussieht. Jetzt sage ich mir diesen Ausdruck, aber das muss sein, weil das einfach nur ein hässliches Biest ist, was Biesen tut. Ich möchte es essen. Was ist das? Komm her, Aquana mit Aquaknarre! Wischt der ab oder wehrt er nicht ab? Warum habe ich gerade gesagt, wischt der ab? Okay, man muss ihn wischen. Der ist dumm. Der wehrt nicht ab. Ich möchte ihn essen. Was? Ich werde rasiert. Mit Shampoo. Nein! Ich wurde shampooniert. Ich mag Shampoo, aber nicht, wenn es von Gegnern kommt. Ich esse das schnell. Nein, Aquana. Du warst so nett. Du bist eine Kessel. Aber warum du? Warum du nicht? Pikachu, weil das niemand mag. Ich muss Chlorak gegen einen Flunschling austauschen. Das fährste Pokémon auf der Weltgeschichte. Ihr müsst immer einen Flunschling im Team haben. Als Notfallreserve. Oder besser gesagt, als erste Taktik der Taktik. Denn Chlorak ist gegen einen Flunschling nichts. Bei Flunschling. Wo muss ich gegen einen Level 13 kämpfen? Komm her, Flunschling. Ein Regirock. Das ist doch gegen Wasser. Den aktiv. Ihr seht doch, wie schnell ich meine Ulti auflade. Der hat keine Chance gegen mich, diese Hässlichkeit. Von hässlichen Monster. Was? Der ist klug. Ein Wunder ist passiert. Ein Trainer ist klug und wehrt meine Flunschlingattacken nicht ab. Oh, der ist klug. Ich möchte ihn essen. Aber das wäre Kannibalismus und deswegen mache ich es nicht. Ich bin ja nicht dumm. Gleich kann er sich nicht mehr bewegen. Ich habe gerade seinen Arm nämlich aufgegessen. Schmeckt nach Kalzium. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber schmeckt komisch. So wie Stein eben schmeckt. Aber gleich ist der Stein fertig geputzt. Da muss ich nur noch schnell polieren und dann kommt er in die Wäsche und dann wird er von mir gewaschen. Stellt euch vor, keiner möchte... Oh, ja, hat er nicht ein Schild aktiviert. Meine Wunschliste ist endlich mal Fuel. Ich glaube, ich habe jetzt schon 100 Attacken mit Flunschling schon. Ich glaube, der Rekord von Flunschling in einer Runde von Attacken sind 150.
Niemand hat eine Chance gegen einen Flunschling. Flunschling gegen alle Pokémon. Flunschling würde verkacken. Aber er würde trotzdem gewinnen. Ha. Okay, ich mach keinen Schild, weil es keinen Sinn ergibt, einfach jetzt noch zu schillen. Was ist so ein dummer Pokémon? Komm her, meine Geheimwaffe. Aquana. Ich... Ah, ein Draco-Bier. Bier, komm her, ich tu dich bieren. Ein Drago-Bier ist das bierstige Pokémon auf der Bierenwelt. Das Spiel ergibt dann keine Logi. Bei Dragoran fliegt der und das ist eine Bohnenattacke. Also müsste er auch keinen Schaden bekommen. Ich bin klug, ich weiß. Außer der Boden wird nach oben verschoben, was aber unfair wäre für ein Pikachu, was nicht Vincent heißt. Weil ich nehme meine Pokémon nach einem Freund, der Vincent heißt. Ich glaube, ich sollte damit wirklich mal anfangen. Ich glaube, es gibt sogar einen YouTuber namens Vincent. Was sagt ihr dazu? Gibt es einen? Ich glaube, ich google es nach. Ich glaube, ich gehe in YouTube und schaue nach, ob es einen YouTuber namens Vincento gibt. Was? Warum ist das so? Genektiv. Hydropumpe Attacke. Meine Attacke ist trotzdem besser wie Aquan-Attacke. Bei meiner Attacke ist keine Welle, sondern ein Hydrostrahl, der tausendmal mehr wehtut. Doch boah, hier ist ihre Haut. Bin, ich wurde Aquana gequanert. Das heißt, sie wurde geputzt. Ich bin sowas von gut. Ich bin der Winner. 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 Niemand kann gegen mich gewinnen. Okay. Wir haben noch. Wir spielen jetzt noch 5 Minuten und dann hören wir auf, weil mein Ziel werde ich heute nicht mehr schaffen, leider. Also das Video ist nach diesem Kampf vorbei. Und dann, morgen, als kleines Weihnachtsgeschenk, kommt ein XX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 
Nein! 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 Nein, Togby, muntere mich auf. Oder?